Mein Name ist Daniel Steiger, ich arbeite für die katholische Erwachsenenbildung im Bistum Trier. Mein Name ist Veronika Ziegelmeier, ich arbeite auch für die katholische Erwachsenenbildung für den Themenschwerpunkt Arbeit. Und zu den weiteren Veranstaltern gehören Barbara Scharz für den Themenschwerpunkt Schöpfung, das Haus Wasserburg und das Kolpingwerk. In dieser Runde haben wir uns zusammengeschlossen, um Ihnen in Koblenz zum Markt der Nachhaltigkeit ein besonderes Angebot zu unterbreiten, nämlich eine Veranstaltung im Rahmenprogramm unter dem Titel Wie wollen wir leben und arbeiten? Ein World Café. Leben und arbeiten genau deswegen, weil das eine zentrale Frage momentan ist, die Sie sich hoffentlich auch stellen. Welchen Wert hat Ihre Arbeit für Sie selbst? Welche Beziehungen, Verhältnisse herrschen aber auch zwischen dem, was ich tue und womit ich mein Geld verdiene und vor allem auch, wofür ich es ausgebe? Also die Konsumfrage, steht das im Zusammenhang mit Zusammenhängen global in unserer Gesellschaft oder auch weltweit? Und die Methode World Café, das heißt, wir arbeiten in kleinen Gruppen zusammen. Die Gruppen arbeiten an Tische. Auf jedem Tisch steht eine besondere Frage unter dieser großen Thematik auch, in der sich die Teilnehmer damit auseinandersetzen, das aus ihrer eigenen Situation bzw. Position eben auch einbringen. Dann gibt es einen Wechsel der Gruppen, eine Durchmischung auch. Wir werden etwa zwei oder drei von diesen Wechseln machen. Also das Thema eben Kaffee bzw. die Methode Kaffee, es hat eine gewisse Kaffeehausatmosphäre. Und es ist sehr wichtig, miteinander ins Gespräch zu kommen. Das heißt, eine sehr teilnehmerorientierte Methode, wie es auch ist. Und am Schluss werden wir das, was auf den Tischen eben beschrieben wurde, ihre jeweiligen Positionen und Situationen im Plenum dann zusammenführen. Also wir sehen die Nachhaltigkeit insbesondere in der Methode, weil es eine sehr teilnehmerorientierte Methode ist. Wir kommen miteinander ins Gespräch und wollen auch daran arbeiten, wie gehen wir mit den Ergebnissen nachher um. Also es ist kein Vortrag, wo alle dann nachher den Raum wieder verlassen, sondern es geht wirklich um ihre Einstellung, ihre Position, ihre Anliegen, ihre Ideen und Vorstellungen. Ja, wir freuen uns sehr, dass es überhaupt den Markt der Nachhaltigkeit gibt und damit einen Zusammenschluss von Interessensgruppen und Organisationen, die sich der Nachhaltigkeit widmen und da die Fahnen hochhalten wollen. Da machen wir gerne mit, weil wir dann auch wissen, wir erreichen die Menschen, die an dem Thema interessiert sind, so wie wir. Und ja, wir freuen uns einfach auf den Markt der Nachhaltigkeit auch in Corona-Zeiten 2020. Herzliche Einladung.